So, hallo. Hi. Du dürftest dich jetzt einmal vorstellen und was deine Ziele sind bei dem Coaching. Also, ich bin Luisa. Ich bin 24, spiele jetzt auch schon seit einer relativ langen Zeit League. Ich habe eine recht lange Pause gemacht, aber bin jetzt dieses Jahr bzw. letzte Season wieder richtig ins Ranked reingestartet. Und ja, ich würde gerne besser werden, weil aktuell bin ich ein bisschen stuck in Platin. 3, 2, 1 pendelt immer so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, aktuell geht es nicht mehr so richtig weiter. Okay, und du würdest gerne, ist Diamond dein Ziel oder sogar noch höher? Ich glaube, Diamond würde reichen, weil ich glaube nicht, Also dass das ich heißt, die wenn du Diamond Zeit bist du hätte. fertig und dann hörst du auf. Ja, was heißt, ich höre auf? Ich spiele schon weiter. Also klar, wenn es höher geht, ist es cool, aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Also zuallererst würde ich auf den OPGG eingehen. Und ich sehe, du spielst sehr viele verschiedene Champions. Ja, ich bin aktuell ein bisschen in so einer Findungsphase, weil ich bin ziemlich viel mit Briar geclimbt. Aber ich weiß, Briar ist eigentlich kein guter Champ, vor allem in High Elo. Warum? Das, ja, ich Weil glaube. ich das sage? Nee, man hört es eigentlich so von jedem und man sieht es ja auch in der Winrate. Ich glaube, in High Elo wissen die Spieler einfach, wie man gegen Briar spielt und das ist in Low Elo halt nicht so. Da kann man den Okay, Champ ziemlich gut abusen. das Ding ist bloß, High Elo, also wenn ich zum Beispiel sage, Brea ist in High Elo nicht gut, dann meine ich nicht Diamond damit. Ich meine damit wirklich so Grandmaster. Also wenn du hier Okay. siehst, die hat in Emerald eine sehr gute Winrate. In Diamond ist sie auch noch relativ solide. Und ab Master, ab da fängt's, also fällt sie dann so, wird sie terrible. Okay, Oh das ist so ein Gott, bisschen ja. wie Edi Shyvana. Also das ist ab, also in High Elo ist es wirklich, also wirklich High Elo ist es schlecht. Ich glaube in Platin und auch noch in Diamond, wenn du sie kannst, spiel sie ruhig. Das ist legit nicht bad. Also wenn du, ne? Du musst jetzt nicht auf Zwang etwas anderes lernen. Spiel ruhig so viel du kannst mit diesem Champion, der dir auch bisher Erfolg gebracht hat, einfach weiterhin. Dann würde ich mal sagen, das war gar nicht so schlimm heute. Doch schon. Ich glaube, Oder? ich Das habe nur sind drei Games oder so 1, gewonnen. 2, 3 gewonnen, 1, 2, 3, 4, 5 verloren. Das ist nicht so bad. Das ist ein Minus-2-Tag. Ja, es hat sich halt schon angefühlt, weil ich war kurz bei Emerald und dann bin ich wieder komplett runtergefallen. Von diesen Champions hier, ich sehe, du spielst sehr viel Shyvana und Jarvan neu, ne? Die willst du lernen. Genau, Shyvana habe ich auch schon viel auf dem Smurf gespielt. Willst du, dass ich generell auch auf die Mechanics eingehe? Weil du hast, also ich werde sehr viele mechanische Sachen sehen, die du falsch machst. Da kann man aber halt sehr viel darüber reden. Und ich könnte auch allgemein nur über so Makro- und Jungle-technische Sachen eingehen, die halt für jeden Champion gleich gelten. Willst du das oder soll ich das nicht machen? Doch klar, gerne. Also ich denke, das Jarvan-Game hier, 3, 2, 11, das sieht sehr gut aus zum Anschauen, weil da standest du eigentlich gut, hast aber verloren, war sogar ein relativ schneller Lose. Wenn du in das Game lädst, denkst du dir schon was dabei? Ja, ich überlege mir, welchen Lanes ich Prio haben könnte. Okay, das ist schon mal sehr gut, ja. Dann erzähl mal, wo hast du Prio hier in diesem Game? Ich hätte jetzt gedacht Botlane, weil Lucian immer recht stark ist am Anfang. Mhm, du hast Lucian Nami Botlane, ja. Wie sieht's mit da Und aus? Mitte eher Nico. Ja. Top. Ich habe theoretisch eigentlich Aatrox, aber ich konnte mir schon anhand seiner Match-History denken, dass es nicht gut wird. Und das war auch nicht gut. Ja, also ich denke, Illaoi kann sogar Aatrox. Aber also, du sollst auf jeden Fall keinen Top-Push haben. So, von da aus kannst du jetzt überlegen, okay, wir sollten für Bot spielen. Ne? Was gibt es auf der Bot-Side zu holen? Meinst du Drake? Ja. Ja. Genau. Das heißt, du kannst deine Botlane dazu nutzen, Dragon zu machen. So, und ich werde dir probieren, jetzt zu erklären, wie du das machst. Also, dann schauen wir das mal jetzt an. Okay, du gehst hier für einen Offshore-Start. Das ist okay. Ich fange meistens Raptors an, wenn ich Topside bin, weil der Toplaner mir keinen Pull gibt. Die Begründung ist aber nicht gut, warum du Raptoren anfängst. Weil, also, du könntest auch Red Buff anfangen, wenn du willst. Also schaffst du einfach. Also, das ist einfach so: Jungle ist relativ einfach geworden. Du schaffst alle Camps, auch ohne Pull. Also, der Vorteil von Raptoren ist, du kannst
sagen wir mal, hier würde jetzt nichts abgehen. Du könntest Skadel machen und dann Raptoren, Golems, dann hast du einen sehr guten Base. Das ist nur, um einen guten Base zu bekommen. Ah, wenn das nicht der Grund ist, dann ist das eigentlich nicht so gut, Raptoren anzufangen. Dann solltest du lieber wirklich einfach einen normalen Full-Clear machen, Botlane spielen, noch einen Full-Clear und dann den Dragon anschauen, okay? Aber ja, schauen wir uns an, was du hier machst. Okay, siehst du hier, wie du diesen Kill kriegen kannst, ohne zu flashen? Hätte ich meine E anders werfen müssen? Nee. Du hättest einfach so seitlich laufen und dann deine W drücken. Dann wird er geslowt und eigentlich reicht das schon aus, dass er flashen muss und danach kannst du EQ'en. Ah, okay. Ja? Das heißt, du hast deine EQ ein bisschen zu früh geworfen. Es kann auch sein, dass er einfach so flashen wird, weil er panikt, aber ja, du hast deine W definitiv zu früh benutzt. Deine EQ meine ich. Aber okay, so. Jetzt nimmst du die Krabbe. Siehst du, dass deine Raptoren abwarten und der Nocturne die theoretisch halt haben kann? Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig bei so einem, wenn du Raptoren startest, dass du auch Minute 4, da respawnen die nämlich, dass du eigentlich auch wieder da bist. Ja, macht okay. Sinn, weil voll oft werden die auch geklaut von den gegnerischen Jungler, wenn ich nicht schnell genug bin. Ja, welches Item gehst du hier? Sundered. Sundered Sky. Ja, genau. In diesem Game, also ich persönlich würde hier Eclipse gehen. Willst du was machen oder ist dir das zu riskant? Ich würde es theoretisch schon machen, aber für mich war es noch nie so eine Option auf Jarvan. Der Grund dafür, warum ich das hier machen würde, ist, weil die haben hier alle sehr squishy Champions und eigentlich kannst du, also Eclipse ist gut hier und vor allem, weil du hast ein 1030 Gold Base, okay? Das heißt, du könntest jetzt hier zwei Langschwerter kaufen und dann hast du 300 Gold übrig und damit hast du diese Ability Haste Item gekauft, was ziemlich terrible ist. Oder du kaufst dir eine Pickaxe und eine Pickaxe ist besser als Double Longsword. Und es gibt dir 25 AD. Einfach nur, weil du 1000 Gold hast und ich meine, Eclipse ist fein hier gegen diese 4 oder 3,5 Squishy, kann man hier eigentlich Eclipse gehen. Deswegen würde ich einfach Pickaxe kaufen hier. Wenn du dann doch nicht mehr Eclipse gehen willst, kannst du eigentlich sogar Shojin rushen, stattdessen. Aber dieser Base, würde ich sagen, ist schlechter als der Pickaxe Base. Okay, so. Du bist jetzt hier gerade wieder in den Jungle gegangen und deine Golems waren ab und deine Raptoren. Warum bist du zu den Raptoren gegangen? Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich mache das öfter und dann merke ich, dass es eigentlich doof ist vom Pathing her. Weil ich musste dann extra nochmal hochlaufen und dann wieder runter auf die Botside. Okay, ja, gut, dann hast du es selber gesehen. Also, ein viable Grund wäre, wenn du sagst, ich möchte danach die Grubs contesten, nach meinen Raptoren, also skippe ich die Golems. Weil das würde vom Timing passen. Ja, weil du bist hier fertig und die werden jetzt direkt ab. Du könntest ja eigentlich sogar direkt anfangen. Und das war's. Also du könntest mal gucken, wie viel du davon bekommst. Vielleicht kommt irgendwann der Nocturne. Aber du könntest schon mal anfangen. Und das wäre okay, wenn du aber, sagen wir, einfach nur effizient fahren möchtest, dann machst du jetzt den hier, gehst wieder hoch und dann gehst du wieder runter, ne? Genau, und das ist natürlich ineffizient. Das hast du jetzt selber gerade gut angemerkt. Ja. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mach ein Full Clear am Anfang. Danach kannst du gucken, ob was abgeht. Wenn nicht, dann gehst du Base. Dann machst du noch einen Full Clear und dann spielst du für Dragon. In so einem Game, wo du denkst, du hast eine Botlane, die useful ist, okay? Weil, wenn also Raptoren anfangen, das kannst du machen, das macht das Game ein bisschen komplizierter. Das kann auch gut sein, aber wie gesagt, es macht es komplizierter, wenn du es einfach haben willst und immer möglichst, also du kannst nicht ineffizient sein mit einem Full Clear. Es ist impossible. Wenn du immer in einer Linie Full Clearst. Okay, dann noch zwischendrin ganken oder eher gar nicht? Der Gank, also dein Gankfenster ist nach dem Full Clear. Also tatsächlich hast du zwischen den Full Clears fast immer sehr viel Zeit zum Ganken. Und du kannst natürlich auch, wenn du weißt, dass du einen Kill kriegen wirst, also zu 100%, dann kannst du dafür gehen. Aber du solltest nicht auf einer Hoffnung basierend einen Gank machen. Das ist nicht immer schlecht. Sagen wir, du stehst irgendwo und sagst, ey, ich hoffe, der geht jetzt hier einfach rein. Und du weißt gar nicht, ob er reingehen muss oder nicht. Das ist nicht so gut. Wenn du aber weißt, die Wave ist gefreezed und der muss hingehen, dann ist das wiederum gut. Weil dann weißt du, ey, der ist gezwungen, der hat ein Lust-Lust-Szenario. Okay, so du bist ja jetzt für Dragon gegangen. Warum? Weil ich wusste, dass Nocturne noch Topside ist. Genau, du hast hier meinen Grubs gesehen und du hast gecross-map, ne? Also, also du siehst hier gerade Nocturne, okay? Du siehst auch Zillion. Ich weiß nicht, ob du den XG-Person siehst, aber du siehst seine Skills.
So, du kriegst hier gerade den Neko-Kill. Was macht denn gerade deine Botlane? Pushen. Mhm. Machen sie das langsam oder schnell? Langsam. Okay. Nachdem man eine Wave langsam pusht, was kriegt man als Laner? Ein Slow-Push. Also, ja, das ist, ich meine, okay, du kriegst einen Slow-Push. Ja. So, was gibt dir ein Slow-Push? Jetzt gehen wir mal das Szenario durch. Diese Wave wird gleich hier rankommen, ne? Mhm. So, und dann werden diese blauen Minions sterben und dann wird die rote Seite auf einmal 9 Minions haben oder sogar 10. Ja. So, die crashen dann irgendwann in den Turm. Ja? Mhm. Was können Lucian und Nami danach machen? Mir beim Drake helfen. Theoretisch. Was könnten sie sonst machen? Oder Towerplates. Okay, was könnten sie noch machen? Basen. Richtig. Also, wenn du einen Slowpush hast, generierst du Zeit. Okay? Mhm. Weil du hast alles gefarmt, was es zu farmen gibt. Bis du wieder farmen musst, vergehen mindestens 40 bis 50 Sekunden. Das heißt, du hast jetzt 40 bis 50 Sekunden Zeit zu tun, was auch immer du willst. Das kann sein Harassen unterm Turret, das kann sein Basen, das kann sein Helfen beim Dragon, das kann sein Invaden, das kann sein Ganken. Das kann alles möglich sein, du hast Zeit. Und ich möchte, okay, dass du das siehst, dass A, meine Botlane hat gerade für sich Zeit generiert. Mhm. Deswegen ist dieser Dragon hier so gut. Der ist nicht nur gut, weil du Crossmaps und Nocturne Topset ist, der ist auch noch doppelt gut, weil deine Botlane einen Slowpush hat und jetzt gleich auch noch Zeit hat. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. So, und jetzt möchte ich, dass du mir einfach immer sagst, wenn jemand Zeit hat. Also das ist ja basically das mit, also wenn jemand Prio hat. Das kann man auch sagen, man hat Prio. Ja. Das ist auch basically Zeit haben. Okay, du bist jetzt gerade recalled. Ja. Warum? Das weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr. Wahrscheinlich hatte ich relativ viel Gold und wollte mal was kaufen. Der Gedanke ist allgemein richtig. Du hast 1100 Gold. Das Ding ist bloß, es gibt eigentlich gerade nichts zu tun. Also es gibt kein Objective. Ja? Mhm. Grubs sind gerade gone. Dragon ist, hast du gerade gemacht. Hast du gut gemacht. Das Problem ist bloß, es gibt nichts Krasses zu tun. In dem Fall solltest du eigentlich immer zu Ende klären. Außer du weißt, ey, in einer Minute muss ich stark sein für einen Fight. Beispielsweise die gegnerische Botlane slow pusht und die werden Botlane diven. Und ich muss da sein. Okay, das ist der einzige Fall, aber ich denke, so weit solltest du noch gar nicht denken. Ich glaube, in dem Fall, wenn du Camps abhast und es gerade kein Objective gibt und nichts Wichtiges gibt, einfach Full clearen, wenn du kannst. Ja, weil also du könntest jetzt gerade Thorn machen, Red Buff machen, Runims machen und dann könntest du basen. Hättest einen besseren Base. Und dann hast du erstmal Toplane, musst du nicht mehr sein. Das heißt, du hast jetzt auf einmal die Freiheit, irgendwo hinzugehen, wo du willst. Du kannst Botlane gehen, du könntest aber auch Toplane gehen nochmal. Und diese Freiheit hast du jetzt nicht mehr. Ne, weil jetzt musst du Topside gehen und in der Theorie dann noch ein zweites Mal basen, wenn du Botlane gehen willst. Oder halt von Toplane dann nochmal runterrennen. Mhm. Ist aber ein längerer Weg. Dann bist du den Weg halt zweimal gelaufen. Ja, macht aber Sinn, weil ich bin mir voll oft unsicher, wann ich jetzt backgehen soll oder ob ich den Clear jetzt zu Ende machen soll oder lieber backgehe, wenn ich jetzt auch zum Beispiel 2000 Gold oder sowas habe. Meinst du, dann soll ich auch lieber voll clearen oder? Generell, ich würde jetzt einfach so ein paar Grundregeln sagen, wenn du ein ganzes Item hast, solltest du recallen. Aber wenn es wirklich gar nichts zu tun gibt auf der Map, dann kannst du auch ruhig noch alles zu Ende clearen. In deinem Jungle. Ne? Oder wenn du gerade einen Fight gewonnen hast im gegnerischen Jungle, kannst du auch ruhig noch den gegnerischen Jungle zu Ende clearen und dann erst basen. Wenn dein Base nicht so krass ist, wenn du wirklich nur so, du hattest jetzt 1100 Gold. Im Early Game, okay, ist es gut, aber du hattest schon zwei Langschwerter, das heißt, es gab halt wirklich nichts anderes gerade, was wichtig ist. Und alle deine Camps kamen gerade schön in Reihenfolge ab, das heißt, du hättest eigentlich einfach farmen können. Aber bei ganzen Items, ja, kannst du eigentlich direkt basen. Außer du weißt, vielleicht sind alle tot, dann solltest du niemals basen. Da solltest du wirklich einfach noch zu Ende klären. Aber ja. Also jetzt schauen wir uns kurz diesen Gank hier an. Weil du hättest, okay, ich stelle die Frage mal wieder anders. Hättest du hier das anders spielen können? So das, weil ich glaube, du bist gerade geflasht, ich habe es nicht genau gesehen. Aber hättest du das hier anders spielen können? Ich muss das gerade auch nochmal sehen. Also du approachst die Illaoi.
Die Illaoi hat gerade ihre E getroffen auf den Aatrox. Ja. So. Ja, du triffst deine EQ. Und du ultest. Ich hätte wahrscheinlich anders spielen noch warten können. Sollen mit der Ulti. Richtig. Weil, also tatsächlich, also der Grund dafür ist, dein EQ sorgt schon dafür, dass sie gar nicht mehr wegkommt. Mhm. Okay? Der einzige Weg für sie wegzukommen, ist zu flashen. Ne? So, und dann hast du aber halt noch deine Ulti. Das heißt, deine Ulti in diesem Fall solltest du nur benutzen, wenn sie flasht. Sonst nie. Okay. Und ich weiß, ja, ich glaube, du bist am Ende aber nicht mal geflasht. Das heißt, es hat keinen großen Unterschied gemacht. Aber es gibt Situationen, da musst du dann, also wie beispielsweise bei diesem Nocturne hier, ne? Da musst du dann noch nachflashen. Also, deine Botlane ist gerade an einem Gank gestorben, ne? Ja. Als du Toplane gekillt hast. So. Wie sieht die Situation Botlane jetzt aus? Was muss die gegnerische Botlane machen? Also, die können weiter den Tower pushen, aber können auch. Oder müssen jetzt eigentlich basen, weil die sind ja. Genau, also die haben. Genau, die sind low, die haben wahrscheinlich Gold, also die haben 1500 Gold insgesamt. Mhm. Die sollten jetzt eigentlich für den Base gucken. Das Problem ist bloß, deine Botlane ist schon da. Okay? Siehst du das? Mhm. Ja. Also zumindest der Lucian. Ich habe den Namen jetzt ein bisschen später da, weil die noch Recall gegangen ist, aber der Lucian ist schon mal da. So, das heißt, die und die wollen einen Recall haben. Und jetzt gerade, was machen sie? Also die gehen jetzt eigentlich zurück. Nee, guck mal, die haben gerade einen Minion angegriffen. Der Seele hat, also die greifen noch die Wave an. Ach stimmt, die sind doch noch geblieben. Mhm. Also, was ist der Wave-State hier? Für Blue Team. Die pushen jetzt. Genau, die müssen das jetzt rauspushen, ne? Ja. Und wenn du wenn du das in-game siehst, dass die, also die overstayen tatsächlich einfach. Das kannst du sehen. Und du kannst sie davon abhalten zu overstayen. Was du auch machen kannst, ist hier, also du weißt, die wollen eigentlich basen und die sind aber auch overstayed. Du kannst tatsächlich einfach hier hingehen, auch wenn du auf, also du clearst die Wards hier und dann packst du die in die Situation, wo die eigentlich basen müssen, aber die müssen jetzt stayen, weil auf einmal pusht deine Botlane und dann kannst du die diven. Ah, okay, ja. Genau. Ja, und was das Wichtige ist, dass du dabei wissen musst, dass der keine Ult hat. Aber, also generell geht sowas fast immer, wenn die schon vorher gefightet haben, weil die haben offensichtlich Ultis benutzt vorher beim Fight. Und du kannst sie jetzt basically dazu zwingen, zu stayen, wenn du hier die Wards nimmst. Und dann darf der Lucian, also weil dann werden sie retreaten und der Lucian darf pushen und dann könnt ihr die unterm Turret killen. So, in dem Fall ist halt, also die sind halt wirklich noch dümmer und probieren sogar noch eine Wave zu nehmen. Und das ist tatsächlich sehr illegal. Ich glaube, da haben wir keinen bekommen. Da habe ich auch meine Combo nicht getroffen. Also das Einzige, was wir hättest machen können, ist auf den Selen zu flashen. Wenn du weißt, dass Selen keinen Flash hat. Mhm. Das ist aber das Einzige. Ich glaube, sonst kannst du hier nichts machen außer Flash Trade. Das Ding ist, dieses Play hier ist sehr viel schlechter als Wards nehmen, pushen und dann zu diven. Weil ich kann dir auch garantieren, so, wenn du, sobald du diesen Ward genommen hast, die werden dich einfach hier recallen und die Wave so lassen. Die werden dich denken, ja gut, wir müssen noch die Wave unterm Turret farmen. Und dann kannst du sie diven und dann kannst du auch von hinten kommen, das heißt, keiner kann entkommen. Okay, ja. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen Probleme abzuschätzen, wann ich diven kann und wann nicht. Ja, also es gibt irgendwie keine Grundregel dafür. Aber. Also das hier beispielsweise, wenn du eine Wave unterm Turm hast und keine neue Wave da ist, das sind meistens gute Szenarien zum Diven. Wenn aber, sagen wir mal, die Wave von den Gegnern jetzt schon hier wäre, diese Wave würde Skillshots blocken, die würde euch angreifen, dann ist das meistens nicht so gut zum Diven. Es kommt natürlich immer, wirklich immer eigentlich drauf an, welche Champions und so, aber so, das könnte man als Grundregel nehmen. Okay. Okay, warum gehst du jetzt gerade nach in die Mitte? Weil du defenden willst, ne? Ja, ich weiß noch nicht, ob der Brand mich angepinkt hatte. Ich würde dir auch generell empfehlen, ja. Ignoriere alle deine Teammates. Ja, da bin ich ausnahmslos. Okay, das ist das Allerwichtigste. In Emerald musst du, oder in Platin und Emerald,
du musst unbedingt deine Teammates ignorieren, weil die wissen gar nicht, wie Jungle funktioniert. Mhm. Weil, also sagen wir mal, er hätte dich jetzt nicht gepinkt. Ich glaube, er hat dich auch gar nicht gepinkt. Was musst du hier tun nach dem Gank hier? Meine Camps eigentlich Platzzeit nehmen. Genau, du musst das nehmen, du musst das nehmen, du musst das nehmen. Mhm. Und dann hast du auch einen Recall. Halt, ja. Genau, du hast den Sunrise Sky fertig. Und von dort aus der Base, kannst du gucken, was du machst. Okay, und hier Mitte gehen. Also das Ding ist, dein Brand trollt. Tatsächlich würde sie nicht viel mehr bekommen, wenn du jetzt hier nicht wärst. Deswegen brauchst du ja auch nicht zu sein. Der Brand ist ja schon auf dem Weg. Du solltest das hier nur machen, wenn Brand gerade hier sitzt. Okay. Oder so. Also wenn der wirklich gar nicht kommt, dann erst. Oder tot ist oder so. Dann erst muss man defenden. Also der von der Raptors genommen. Es ist nicht so schlimm. Das Allerwichtigste wäre gewesen. Also du siehst auch, jetzt hast du einfach keinen Base. Jetzt gibt's einen neuen Fight und du bist einfach nicht stark, so wie du sein könntest. Ja. Du hättest deinen Sun oder Sky gehabt hier. Und ich glaube, du hättest damit sogar den Fight carryen können. Okay, so, aber der Brand, der wurde geultet. Der ist aber gestorben. Ist dir das bewusst, dass Nocturne Level 6 ist schon? Lange und ult hat? Also, du weißt nicht, wo der ist, ne? So, aber ist dir bewusst, geultet, ist dir bewusst, dass er jetzt gerade ult hat? Ich wusste nicht, dass er sie abhatte. Okay, das musst du irgendwie lernen. Weil dieser Brand, der springt gerade von der Brücke. Und du musst ihm halt irgendwie sagen, yo, Brand, tu das nicht. Weil, also du solltest jetzt eigentlich wissen, dass Nocturne Ulti hat. Und dieser Brand ist ein absoluter Freakle. Ja, damit habe ich generell ein bisschen Probleme bei den Teammates. Wenn die Gegner Nocturne haben, ist das ganz schlimm. Also, die haben gar keine Awareness dafür. Deswegen okay. Deswegen weiß ich es eigentlich gegen Nocturne zu spielen. Das ist ganz schlimm. Also, fair enough, aber du tust zumindest. Also, wenn sowas würde ich sehen und ich würde ihm zumindest probieren zu helfen. Wenn er im Endeffekt dann trotzdem stayed und turreted und von der Brücke springt, ja gut, konntest nichts machen. Mhm. Also, du hast getan, was du konntest. In dem Fall hast du ihn nicht mal gepinkt. Du hättest sagen sollen, ey, yo, careful, Nocturne hat ult. Also, als Jungler muss man halt oft auch einfach babysitten, weil die Laner nicht aufpassen. Ja, oft versuche ich auch zu pingen, wenn ich zum Beispiel weiß, wann der gegnerische Jungler ganken wird. Manchmal klappt's, manchmal hören die auch nicht. Das ist eine Katastrophe. Tatsächlich ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie gut bist du im Tracken? Jungle-Tracken? Kommt drauf an, wie tilted ich bin. Wenn ich gut konzentriert bin, dann klappt es eigentlich schon ganz gut. Dann kriege ich auch oft hin zu Counter-Ganken, aber manchmal tilte ich dann auch und dann denke ich nicht mehr so viel drüber nach. Ich fange jetzt mal von vorne an und du probierst mir mal jetzt zu sagen, was der Nocturne macht, okay? Ja, also der fängt Blue an. Ich hatte auch einen Ward dort. Das heißt, ich der Path halt runter zur Botside. Genau. Jetzt mache ich mal 8-mal so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen easy, weil man auf der Nacht sieht, dass gerade gestorben ist. So, wo ist Nocturne jetzt? Jetzt wird er wieder Topside sein, weil seine Camps wieder ab sind. Ja, der ist bot gestorben. Das Natürlichste zu machen ist, wieder Topside zu gehen. Genau. Shut down. Wo ist Nocturne jetzt? Wahrscheinlich immer noch Topside, weil ich habe ja jetzt nur die Raptoren gekillt. Und ich denke, der wird dann gleich zu den Grubs gehen. Deswegen hatte ich auch das Ding da aktiviert. Okay, also, ja, die Übung ist eigentlich ziemlich blöd, wenn du eigentlich alles siehst. Aber er hat gerade Gromp geklärt. Es ist also 4:30, respawnt ja die Gromp. Er braucht ungefähr 20 Sekunden oder so für die Gromp. Das ist erst jetzt gerade an den Wölfen oder gerade auf dem Weg, ja. Wenn du probierst, also du solltest so ein bisschen mitdenken, was macht der gerade, wo ist der gerade und immer, also das Ding ist hier 3:30, ne? Du weißt, dass der Nocturne-Bot ist. Also, okay, du solltest wissen, dass der Nocturne-Bot ist, bevor du ihn siehst. Also wie konntest du das gerade ja auch sagen, dass er unten sein wird, oder? Ja. Ich kann dir versprechen, dass deine Botlane, wenn sie jetzt hier keine Wards hätten, das nicht erstens nicht wüssten und zweitens auch nicht reagieren würden. Sagen wir, ihr hättet jetzt keine Wards gehabt. Dann musst du jetzt aktuell diese Golems pingen und sagen, careful, careful. Das ist dein Job. Also einfach den Babysitter zu machen. Ich weiß nicht, warum ich es da nicht gemacht habe, weil eigentlich mache ich das schon meistens. Ja? Ja, ich versuche es immer.
Also, du musst ja auch hier, du siehst ja auch hier, der Lucian flasht aggressiv rein, obwohl der noch dann auf der Bot-Seite ist. Ne? Also, in dem Fall ist ja alles auch gut ausgegangen, aber grundsätzlich ist das ja falsch. Okay, so, gehen wir wieder zurück. Was hier war das? Okay, so, der Brand ist gestorben. Du machst den Blue. Wieso contestest du, also, okay, du möchtest den Dragon contesten. Warum? Ich weiß nicht, ob ich ihn contesten wollte. Ich glaube, ich bin zurückgegangen, oder? Also ich glaube, ich bin nicht reingegangen, weil ich dachte mir schon, dass wir keine mit haben. Die haben ihre mit, deswegen dachte ich, dass... Ah, okay, ich bin doch reingegangen. Also das Ding ist, wenn du den Dragon nicht contesten wollen würdest, was hättest du machen sollen? Recallen für mein Item. Ja, okay, gut. Das ist wahrscheinlich die einzig... Ja, das ist wahrscheinlich die beste... Okay, sagen wir, du hättest jetzt kein Item. Was hättest du machen können? Upside Jungle. Ich glaube, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass meine Raptoren weg sind. Genau, ja, okay. Das ist Option 1. Du hast ganz viele Optionen. Was hast du noch für Optionen? Die Ash auf der Bot machen, die alleine ist. Richtig, richtig. Du könntest probieren, Botlane zu ganken, während der Nocturne am Dragon ist. Sehr gut. Was ist die dritte Option? Oder es gibt noch zwei andere, ja. Ich weiß nicht, vielleicht noch die Neko abfangen? Nee, tatsächlich einfach Mitte verteidigen. Ah, weil, okay. Also die Neko pusht nämlich gerade eine Cannon-Wave rein und der Brand ist sogar wirklich noch tot für eine Weile. Das heißt, der würde, der, also diese Cannon-Wave geht in den Turret. Okay. Also das wäre die andere Option, also und das wäre die eine Option. Und die andere Option wäre, also entweder Camps klauen oder also einfach Topside irgendwas machen, ne? Die Lobby töten. So, in dem Fall gebe ich dir vollkommen recht. Du hast dein Item, mach dein Item. Und dann erst Hobby irgendwas, ne? Aber bei dem Game hatte ich auch ziemlich Probleme mit Top, weil du siehst ja den Farm von dem Aatrox. Ich weiß nicht, lohnt es sich da überhaupt Top zu gehen? Weil ich dachte, zu dem Zeitpunkt macht die uns auch easy beide. Generell, ja, ist es eigentlich Doom Top Lane. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt Thundered Sky. Mhm. Okay, du hast Thundered Sky, die hat Thundered Sky. Ihr seid actually fast gleich stark. Ja. Die hat nur die Level Advantages. Das liegt daran, dass sie einfach gar nicht recallt. Also, wenn sie das sauber spielen würde, hättest du null Chance, sie zu killen. Mhm. Ne? Aber die hat jetzt gerade einen Turret bekommen und geht nicht base. Die muss ja eigentlich basen. Die macht das aber nie. Und das könntest du theoretisch sehen und sagen, ey, actually, wenn ich jetzt hier base gehe, dann als Sky hab, dann können wir den fetten Kill hier kriegen. Die ist ja relativ viel wert. Also, XP-wise. Es ist halt ein Fehler von ihr, den du sehen könntest. Aber ja, wenn sie recallen gegangen wäre, dann kann ich dir versprechen, hast du keine Chance, ja. Ich glaube, da hat sie auch reingeentert. Oder auch doch nicht. Ja, die ist dann irgendwann, also wirklich, also die hatte 2600 Gold, als sie den Endgegner hatte. So, ich würde sagen, wir schauen uns noch ein Game an. Mhm. Eher ein gutes oder ein schlechtes? Nee, wir schauen uns nur schlechte an. Was hattest du in diesem Game für Schwierigkeiten? Sagen wir, warum glaubst du, hast du verloren? Ah, das war das Game. Also erstmal hatten wir eine Mitte, die wirklich eine Katastrophe war. Also der Hawaii war echt gefeedet. Die Botlane hat Probleme gemacht. Ja, eigentlich nur die Toplane konnte irgendwas erreichen. Und ich glaube, ich konnte sowohl Bot als auch Mitte kaum ganken, weil die ganze Zeit auf Distanz waren. Zuallererst, du spielst Zombie Ward, ne? Mhm. Warum spielst du Tenacity? Ich nehme eigentlich immer diese predefined Runen und wähle dann nur die roten aus. Ich glaube, ich habe in der Champs League nämlich vergessen, meine Runen einzustellen und dann muss ich mich beeilen. Okay. Aber also generell solltest du Runen entweder von mir kopieren oder von anderen guten Spielern, wenn du nicht selber weißt, was du tust. Ja, das ist sehr wichtig. Immer, aber da war ich echt im Stress. Ich habe es irgendwie voll verpeilt. Okay, gut. Wenn du einen Champion spielst, der Zombie Ward hat, musst du eigentlich fast immer einfach mit Sweeper anfangen. Was du machen kannst, ist natürlich ein Ward setzen und dann recallen. Aber dann kannst du nicht mehr einen Ward von den Gegnern kriegen, bevor du das erste Camp machen musst. Mhm. So, jetzt hast du aber einen Ward. Eine Sache, die ich dir empfehlen kann, immer, ist Raptoren zu warden. Weil darauf, also du wirst durch Raptoren eigentlich immer die Informationen bekommen, die du brauchst, um den Jungler zu tracken. Also sagen wir, er fängt am Red an, dann wirst du sehen, Red Golems, oh, ich sehe ihn bei Raptoren. Wenn du ihn nie siehst, dann bedeutet das, er hat beim Blue angefangen und deswegen ist er so spät und deswegen weißt du, er hat Blue angefangen. Also manchmal kannst du ihn auch bei Super Raptoren starten sehen oder sonst irgendwas, ne? Okay, also du setzt dein Ward hier hin
Und der ist offensichtlich, also der ist sehr nutzlos. Also der ist nicht nutzlos, aber das Einzige, was du siehst, ist den Raptoren Blue Cheese, ne? Oder wenn sie Level 1 bei dir anfangen. Aber der Wort hier bei den Raptoren, der sieht einfach sehr viel mehr Szenarien, die realistisch sind. Ich versuche meistens, die Gegner in Red oder die Raptoren zu warden, aber manchmal traue ich mich nicht so tief rein, wenn keiner mitkommt. Weil ich habe immer Angst, dass die in dem Busch hinterm Red stehen. Hast du von dem Grub-Clear gesehen, den Grub-Clear, den ich mache auf Shyvana? Ja, den mache ich auch manchmal, aber da irgendwie nicht. Ich glaube nämlich, ich war mir relativ sicher, dass der Kane oben angefangen hat und ich wollte dem nicht an der Krabbe begegnen. Okay, aber also du weißt, dass man bei dem Grub-Clear gar nicht die Krabbe macht. Ja. Okay, folgendes. Wenn du Blue Side bist, empfehle ich dir immer den Grub-Clear auf Shyvana. Und zwar der Grund dafür ist, weil du dann Minute 5 bei den Grubs bist. Wenn du auf Red Side den Grub-Clear machst, dann bist du Minute 5:10. Also 5 und 10 Sekunden. Und dann haben die meistens schon ein bisschen mehr Leben generiert. Du musst die Grubs angreifen vor Minute 5 und 5 Sekunden. Also 5:04. Spätestens. Okay. Und das mache ich meistens auch sogar mit Smite, wenn ich keine E habe. Und das schaffst du auf Shyvana. Also ich schaffe es jedes Game. Auf Blue Side geht es. Auf Red Side geht es actually nicht. Weißt du, wie man den macht? Erzähl mal, wie man den machen würde, in der Theorie. Raptors. Ja. Dann Wölfe. Ja. Dann den Grump. Ja. Dann Blue. Und dann über dieses Sprungding zurück. Ja. Und dann, Red und die Crux. Und dann? Basen. Dann? Wieder Raptors. Ja. Und halt hochklären, bis die Grubs da sind. Genau. Genau, dann machst du Wölfe, Grump und dann bist du, wenn du nicht langsam, also es kann natürlich sein, dass du irgendwo Zeit verschwendest, aber normalerweise solltest du dann relativ chillig Minute 5, Level 5 sein mit Recurve Bow bei den Grubs. Und es kann eigentlich nicht sein, also außer der Gegner macht das eigentlich auch, aber auf Red Side ist es auch härter. Es kann eigentlich nicht sein, dass er auch Level 5 dort ist. Und deswegen ist das so gut. Also, es geht auch auf anderen Champions, aber auf Shyvana ist das sehr einfach. Ich glaube, bei Bria sollte es tatsächlich auch gehen. Ja, mit ihr habe ich es auch schon mal probiert. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Also, der Clear ist auch sehr schnell. Ja. Okay, so. Wir haben jetzt Mitte gegankt. Nach der Krabbe. Ja, der Gank war eine Katastrophe. tatsächlich war das keine Katastrophe. Also, ich glaube, du kannst ihn sogar killen. Wo ist dein Fehler? Ich habe auf jeden Fall die E nicht getroffen. Darum ging es nicht? Also du hast jetzt schon einen Fehler gemacht. Ich habe schon meine W aktiviert. Richtig. Das ist bei Shyvana sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du deine W aktivierst, bevor du Auto-Attacken kannst, wirst du meistens einfach nur einen Charge von der W bekommen. Du weißt, wie deine W funktioniert, ne? Ja. Für jeden weiteren Auto-Attack, den du machst, kriegst du bis zu 7 Sekunden länger W. Das heißt, wenn du jetzt rangelaufen wärst und dann erst dein Spell genutzt hättest, auch nicht eh, ne? Dann, also erst kurz bevor du den allerersten Outtake machst, erst dann wehen. Okay. Dann hast du, und dann hast du genug Movement Speed, dass du weiter und weiter und weiter Outtaken kannst. Und erst dann kannst du deine E machen und dann halt Q, ne? Und wenn er dann flasht, dann kannst du tatsächlich nachflashen, weil du das, also du bleibst dran, du stickst. Okay, ja. Also dieser Gank ist actually ziemlich gut. Er ist nur schlecht, also er ist mechanisch schlecht gespielt. Ja. Okay, jetzt hast du natürlich keinen Base bekommen. Dafür hast du aber Raptoren und Golems jetzt wieder. Oh, das hab ich gedacht. Ja, genau, dann habe ich gesehen, dass er die Krabbe dort gemacht hatte. Und dann wollte ich da nicht durchlaufen. Okay, du hättest aber, also ganz generell, solltest du aktuell nicht mehr für irgendetwas schauen, aktiv. Dein Ziel sollte jetzt aktuell sein, ey, ich mache jetzt die Golems und dann muss ich basen. Ja? Ja, jetzt aktuell für irgendwas zu schauen, ist nicht richtig. Ja, Botlane ist low, aber du bist eine Shyvana. Du kannst eigentlich sowas nicht wirklich punishen. Den Dive, den kannst du definitiv spielen, aber also jetzt specialst du sich runter, genau. Das ist richtig.
Okay, siehst du, wie du es hättest spielen dürfen? Aus dem Treibusch raus? Ich wäre vielleicht besser oben rumgelaufen, aber das macht ziemlich viele Minions. Ja, also das Ding ist halt, weil du Shyvana bist, ist es sehr, sehr, sehr schwer. Aber der einzige Weg, wie du vielleicht etwas hättest machen können, ist wirklich von oben rum, ja. Mhm. Und dann musst du irgendwie auf jemanden flashen, außer der QE. Das wäre die einzige Hoffnung gewesen, ne? Und vorne kannst du eigentlich gar nichts machen, außer E. Ja, ich finde es auch immer sehr schwierig, mit Shyvana vor Level 6 zu ganken. Eigentlich mag ich das nicht so, aber... Dann mach es nicht. Viel AFK-Farm bekommt auch oft schnell Flame. Das ist ganz schlimm. Okay. Also ganz ehrlich, legit, mute all und tu es einfach nicht. Don't gank. Also ich ganke auch nicht vor Level 6 auf Shyvana. Außer natürlich, also wenn jemand halt wirklich komplett reinhintet, wie dieser Hawaii gerade in der Mitte. Okay, aber das, also musst du, da, selbst das musst du nicht mal punishen. Das Allerwichtigste auf Shyvana ist immer Level 6 zu bekommen. In dem Fall hättest du ihn, by the way, schon flashen, also hättest du ihn killen können. Sogar auch von links lang. Ich habe überlegt, glaube ich, da rein zu flashen, aber ich dachte, dann sterbe ich und dann habe ich es gelassen. Ich möchte mal gucken, also kurz wieder zeigen. Also achte mal darauf, was du tust. Oh nein. Ja, ich sehe es schon. Es ist derselbe Fehler wie gerade. Es ist zu früh, du kannst noch nicht... Für den Speedbuff. Das ist auch richtig. Nee, es ist auch richtig. Den Speedbuff willst du nutzen. Du musst aber den Autodeck danach rauskriegen. Das heißt, du benutzt den Speedbuff nicht dort, sondern erst hier. Mhm. Und dann Flash Autodeck Q mit W. Und dann hast du eigentlich dann deine W die ganze Zeit refreshed. Ja, also du schaust dir schon wieder für den Gang. Das darfst du niemals machen. Vor allem nicht, wenn du kurz vor Level 6 bist. Ja? Ja, ich glaube, ich wollte der so unbedingt helfen, weil die so am Struggeln war, die Nafiri. Das ist dir alles egal. Also du hilfst den Leuten, wenn du selber stark bist, ne? Es ist wie, wenn jemand ertrinkt und du dich selber zum Ertrinken, also beim Helfen stirbst du selber, weil du auch ertrinkst und das, also du darfst nur helfen, wenn du auch helfen kannst. Du kannst nicht helfen, weil du einfach eine Level 5 Shyvana bist, du brauchst Level 6 zum Helfen, ne? Okay, ja. Aber also tatsächlich, glaube ich, ist in dem Game, würde ich da auch schon mal skippen, weil das Wichtigste auf Shyvana habe ich dir gerade erklärt. Das ist das Allerwichtigste. Nicht ohne Ult fighten und also auf Blue Side Grub clear machen. Auf Red Side kannst du den Dragon clear machen. Also Reverse Grub clear, ne? Oder Full clear. Also das Einfachste ist, also immer Full clear ist einfach das Allereasyste, wo du nichts falsch machen kannst. Und auch keine Zeit verschwenden kannst. Weil du wirst immer den Clear haben und danach erst etwas machen. Nie dazwischen. Okay, dann, wir können uns gerne ein Bria-Game anschauen. Okay, was denkst du dir, wenn du hier in das Game lädst? Also du schaust dir deine Champions an, die Gegner-Champions. Wer hat Prio? Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Cyan Prio hat, weil Nasus ja eigentlich schwach ist am Anfang ohne seine Stacks. Und ich hätte auch gedacht, dass Bot Prio hat, weil Senna wird ja auch erst stark mit ihren Stacks. Und die haben ja viel Poke. Und Mitte? Ich dachte, ja, okay, Xerath, weil Akali hat ja noch kein Level 6. Also tatsächlich bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Akali kann Prio kriegen, weil Xerath Akali nicht töten kann. Mit Doran Schild. Also aber es kann schon sein, dass Xerath, ist, glaube ich, umkämpft. Okay, so, das heißt, du fängst hier Raptoren an. So, das heißt, du passt into Topside. So, dein Toplaner wird Prio haben. Hast du Möglichkeiten, den Nasus zu töten? Wenn er sich einpushen lässt, nein. Okay. Ding ist, du hast halt einen Tank und Nasus ist auch ein Tank. Das heißt, normalerweise lässt du so etwas einfach ruhen. So, vor allem, wenn du etwas hast, wo du vielleicht sogar was machen kannst. Also ich denke, Botlane kannst du aktiv sein und ihr könnt sogar Kills kriegen, beziehungsweise Dragon machen. Wenn dein Plan aber ist, ich spiele für Grubs und vielleicht gegnerische Jungle Camps, dann ist es, glaube ich, fair enough, Topset zu spielen, weil, ja, du hast recht, du kriegst ziemlich sicher Prio-Top. Und dann kann der Sion dir helfen. Aber so ganz generell, ich meine, Nasus ist schwer zu killen, unserem Turret, ist relativ tanky. Ihr könnt ihn probieren zu diven.
Aber der muss dafür schon gechunkt sein und ja. Ist nicht so wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, ich wollte da auch für die Crops spielen, weil ich die immer ziemlich gut machen kann mit Briar. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob mein Plan aufgegangen ist. Okay, also du hast Gefühl, also du hast ihn gefühlt. Da habe ich auf jeden Fall immer versucht, die Botlane zu pingen, aber die haben nicht gehört. Okay, das Ding ist, du pingst aktuell die Diana noch nicht. Du pingst gerade oben. Also, aber weil du denkst, sie macht Red Buff, Golems, Raptoren und geht danach nach oben. Nee, ich wollte, glaube ich, eigentlich eher anpingen, dass sie halt gerade ihre Topside geklärt hat. Der Ping ist ein bisschen weit oben gelandet. Okay, wo ist sie denn gerade? Wölfe. Ja, also sie läuft gerade zu Wölfe, ne? Genauso wie du auch. Das heißt, du weißt gerade ziemlich genau, wo sie ist, ne? Mhm. Also ist sogar schon fertig. aber du weißt auf jeden Fall, sie ist auf einen dieser drei Camps. Das weißt du ziemlich sicher. Ja. Nicht hundertprozentig, weil sie hätte legit auch einfach dich invaden oder hier hochgehen können oder so. Aber das wäre relativ. Also es war relativ useless und deswegen. Ziemlich sicher ist die Botzeit. Mhm. Ne? So, schauen wir mal, ob du pingst. Das ist Leona Assist Me Ping. Und das war's. Ich habe zu spät gepingt. Und jetzt ist genau, das ist, worauf ich hinaus wollte. Du kannst legit, sobald du hier siehst, kannst du sie die ganze Zeit pingen. Alle 10 Sekunden sagst du, oh, hier, okay, oh, hier, oh, hier, oh, hier. Jetzt gleich hier. Du kannst sie da perfekt tracken. Und deine Botlane. Okay, im Endeffekt haben sie sie einfach gesehen. Und alle, also das war gar nicht nötig. Ne? Aber ja. Du hast deinen Job auch nicht erledigt, sagen wir es mal so. Ja. Und ich meine, jetzt sterben sie halt trotzdem, weil sie Fehler machen, das kann halt passieren. Ich meine, was du hättest vielleicht machen können, ist, du könntest pingen, dass sie die Kabe machen wird und dann nochmal Botlane geht. Mhm. Das ist das Einzige, was du hättest machen können. Aber sie haben sie, glaube ich, sogar noch einmal gesehen, gerade als sie zurückgelaufen ist. Ja, sie hätte den Ward dorthin gesetzt. Mhm. Vielleicht fühlt sich das blöd an, aber einfach ping. Das wird nervig sein für die, aber also du siehst es ja, es passiert. Die Leute sterben on Vision. Das passiert legend auch in Challenger. Also wirklich, das passiert in Challenger, dass Leute Jungler sehen und dann trotzdem einfach sterben, weil sie, ja, vielleicht gerade Minion Last gedacht haben oder sie nicht gesehen haben. Mhm. Ja, du siehst, die fighten aggressiv rein, obwohl sie Botzeit ist. Ja. Und du könntest halt eigentlich legit die ganze Zeit Fallback, 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 bis sie das halt auch irgendwann einsehen. Ja. Okay, ja, genau, da habe ich den Drake gemacht, weil ich habe gesehen, dass Diana ja gerecallt ist und ich kann mir schon denken, dass sie Schubzeit sein wird. Das ist richtig gut, was du hier machst mit dem Kader-Jungle. Also tatsächlich hast du jetzt gerade Jungle gewonnen, weil du hast ihren Quadranten geklebt und sie ist da reingelaufen. Die hat nichts, also sie kann deins nicht nehmen, weil du das schon genommen hast. Das Einzige, was wir machen kann, ist Botlane ganken und dann Golems. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall schon mal einen großen Lead jetzt, ne? Okay, du wusstest nicht, dass die Kabe noch ab ist. Nee. Warum? Ich dachte, die wäre weg, weil die Diana ja die Grubs gemacht hatte. Aber ich glaube, das ist auch schon lange her. Ja, okay. Ja, also du siehst gerade, der Timer von der Scuttle ist halt so viel später als Grubs, ne? Die war da gar nicht. Ist da schon lange weg gewesen. Und es wäre auf jeden Fall worth gewesen, da einmal zu checken. Vor allem, wenn du sie jetzt gleich hier Botlane siehst. Ich glaube, ihr habt Botlane. Jetzt siehst du sie. Jetzt weißt du, Krabbe ist gerade gespawnt. Die kam gerade von den Golems. Du siehst, dass sie weggeht. Die Krabbe, also du weißt garantiert, dass sie ab ist. Die Krabbe. Hundertprozentig. Du weißt auch, dass der Wrap-Up ab ist. Du bist auch so schon ahead? Ah, guck mal, sogar die Diana pingt sogar den Wrap-Up. Weil sie Angst hat, dass du genommen hast. Aber ja, du hättest ihn auf jeden Fall nehmen können. Genau. Und dann wäre sie, guck mal, dann wäre sie schon wieder in eine leere Jungle-Hälfte gegangen. Die wäre komplett fucked. Die hat mich auch angepinkt. Und ist da nicht mal jemand hinten gekommen. Ich hätte sie eigentlich easy killen können. Du hättest, also,
das hätte ich dir jetzt nicht empfohlen, die noch, also da zu campen, weil das ist einfach Tempo-based. Die sollte eigentlich wissen, dass es gone ist und dann Vorzeit fahren. Und dann vielleicht ein Dorfcon testen. Aber ja, nehmen und basen ist auf jeden Fall, machst du dabei nichts falsch. Okay, wir sehen jetzt die Diana, dass sie wieder bei den Raptoren ist, ne? Aber ist dir das bewusst, dass sie hier sein könnte? Ich glaube, ich hatte es vermutet, aber ich wollte die trotzdem grinden. Ich dachte, selbst wenn sie kommt, kann ich sie ja eigentlich theoretisch killen. Das stimmt auch. Das Ding ist bloß, du benutzt halt deine E. Ja. Und wenn deine E auf Cooldown ist, dann bist du killbar. Vor allem, also wenn Zara auf Ulti hat. Und du weißt, sie könnte da sein. Und du bist in dem Pit, das heißt, du siehst es aber nicht, wenn sie da ist. Also, wenn du was ich basically sagen möchte, ist, du solltest diese Dinger herauskiten, ein bisschen, damit du zumindest siehst, wenn die approacht. Und dann kannst du vielleicht zumindest ein Spell flashen oder wegkiten oder warten, bis Akadi kommt. Und so auch bist du einfach drin. Und wenn sie. Bitte? Auch wenn sie die Vision hat mit der Krabbe, weil dann würde sie mich ja sehen, weil so springe ich immer so rein, dass man mich eigentlich nicht sehen kann. Und deswegen bin ich mal im Pit drin. Hat sie dich nicht gesehen? Der hat sich tatsächlich nicht gesehen. So, es ist ja tatsächlich sogar passiert, was ich gesagt habe. Das Ding ist los, ja, die Diana ist einfach lucky, also hat das einfach, ich glaube, sie wollte das selber machen und hat dich dabei erwischt. Ja. So, das Ding ist bloß, das ist so ein bisschen, stirbst du, wenn du sie siehst? Niemals, oder? Wenn du aber hier drin bist und sie jetzt randomly dich facecheckt, dann stirbst du einfach, weil du Spells Cooldown hast. Hier kannst du eigentlich die Krabbe noch, die Grub noch smiten, ne? Hab ich sie der Diana smitet dich. Ah. Und das würde den Heal geben. Und das könnte sogar genug sein. Das Wichtige ist aber tatsächlich, dass du sie siehst. Weil du hast auch Mitte-Prio. Dein Midlaner, also man muss auch sagen, dein Midlaner muss dir hier eigentlich helfen. Auf der anderen Seite, dein Toplaner wird aber irgendwann gleich sterben und dann. Ja. Mit der Nasus kommen, das ist auch ein bisschen schwer, aber ja, du solltest das generell rauskriegen. Da hat sie irgendwie rausgeflasht. Warum auch immer. Okay, so dann bist du aus der Base, bist du dann für den Drain gegangen, das ist gut. Weil du weißt, du hast Tempo. So. Was hast du hier falsch gemacht? Ich hätte voll klären sollen. Warum? Also so konnte Diana dann sehen, dass ich Botside bin und sie war eh schon Topside und so konnte sie einfach für viel mein Dangle nehmen. Es gibt aktuell nichts Wichtiges. Ne, das war wie im Java-Game. Es gibt gerade nichts Wichtiges, also kannst du ruhig erstmal Full clearen. Einfach nicht ineffizient sein. Wenn jetzt gerade der Dragon ab wäre und es etwas geben würde zum Fighten, okay, cool, dann ist es natürlich unschön, aber gut, dann kannst du es vielleicht liegen lassen. Dann tradest ja zumindest was ab. Wenn du jetzt aber etwas machst, wenn du nichts kriegst und nicht farmst, dann ist das einfach schlecht. Und dass die Diana jetzt noch deine Jungle Camps oben drauf nimmt, ist dann halt noch schlimmer. Aber allein schon die Jungle Camps stehen zu lassen, ist schon nicht gut. Weil du erhoffst dir jetzt gerade einen Play. Du kannst ja jetzt gerade keinen Play erzwingen. Mit dem Dragon oder so. Den Dragon hast du nämlich schon gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich da Bot war. Ich glaube, die haben mich dann angepinkt, dass ich in die Büsche reinlaufen soll. Und eigentlich dachte ich mir schon, ist das voll blöd. Aber ja, irgendwie habe ich es dann doch gemacht. Ich muss mir ja wirklich abgewöhnen, auf die Pings teilweise zu hören. Ja, also ich glaube legit, ich spiele mir doll jedes Game. Also ich kann dir garantieren, deine Teammates werden dich die ganze Zeit versuchen, entweder umzubringen oder die wollen dir deine Zeit klauen. Und wenn du die ganze Zeit probierst, irgendwelchen Pings zu gehorchen, wirst du legit nur Zeit verschwenden. Kann ich dir garantieren. 70-80% der Pings sind einfach Fallen von deinen Teammates. Und wenn du nicht selber identifizieren kannst, oh, das ist actually ein Trap,
dann solltest du lieber einfach allgemein alle Pings ausmachen in der Elo, zumindest noch. Hast du irgendein Game, wo du noch mit All gespielt hast? Ja, das habe ich aber tatsächlich gewonnen und da habe ich auch ganz gut performt, aber trotzdem wurde ich halt total geflamed. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, das gebe ich mir nicht mehr. Okay, dann schauen wir uns das noch kurz an. Das muss man als Jungler lernen. Einfach irgendwann muss man stur sein. Also wenn du mir zuschaust, ich bin sehr oft auch legit, es könnten legit AEC-Spieler sein, wenn die mich pingen, schaue ich mir das an. Wenn mir das nicht gefällt, dann sage ich nein. Mache ich nicht mit. Und ich werde von denen auch geflamed. Aber das, also, das ist legit ein Skill, stur zu sein als Jungler. Weil der Jungler, der nicht stur ist, der wird einfach von seinen Teammates hin und her gezogen. Und dann kannst du nur ineffizient sein, wenn du hin und her gezogen wirst. Ah, genau, ich habe den invaded. Ich habe es eine Topside gemacht. Okay, das würde ich generell überhaupt nicht empfehlen. So, als okay. Shyvana. Weil ja. Also das Ding ist, du kannst als Shyvana niemals fighten, ne? Early. Und wenn du so invadest, wirst du eigentlich früher oder später fighten müssen für deine Camps. Und dann kannst du das nicht. Also auf Shyvana eigentlich immer einfach deine eigenen Camps so gut es geht effizient zu farmen. Mhm. Also bedeutet entweder Full Clear, Grub Clear oder Dragon Clear. Ich würde legit Dragon Clear fast jedes Game empfehlen. Auf Blue Side kannst du ruhig den Grub Clear machen, weil du da Minute 5 da sein kannst. Auf Red Side eigentlich Dragon Clear einfach. Ich dachte mir, glaube ich, dort ist es eh ein Rammus und der ist sowieso langsam. Ja, aber, also okay. Ist es der Rammus hier? Ja, ich habe das auch angepinkt, dass ich Hilfe bekomme, weil ich dachte schon, dass der auf meine Botside gehen wird. Deswegen okay. Habe ich die Topside auch noch relativ open gelassen. Kann deine Bot denn dir aktuell helfen? Also eigentlich pusht ja die gegnerische Wave. Also müssten sie, glaube ich, eigentlich die Minions machen. Aber ich glaube, sie haben mir trotzdem geholfen. Ist das gut oder schlecht? Für euch als Team? Wahrscheinlich dann eher schlecht. Es ist terrible. Okay. Also aktuell ist muss Botlane rauspushen. Also diese Wave ist gerade ein Slowpush in die Gegner rein. Okay, und jetzt zeige ich dir mal kurz, wie viele Minions der war ausverliert. Der war jetzt gerade schon da, okay? Den misst er jetzt. So, warte mal, der Varus ist gar nicht. Der ist gar nicht gekommen. Dann ist es nicht so schlimm. Wenn der Varus jetzt auch gekommen wäre, weil er sieht, oh, ihr fightet, dann wäre das ziemlich terrible gewesen. Ne? Weil er muss wirklich Botlane bleiben und eigentlich die Wave rauspushen. Dass er plötzlich XP misst, ist nicht so schlimm. Okay. Aber der generelle Punkt ist. Bleib einfach selber effizient. Du musst im Early Game musst du gar nicht so viel Counter jungeln. Wenn du effizient bist und dann einfach den Dragon nimmst, so früh es geht, dann wirst du schon ein Lead generieren. Vor allem auf Shyvana. Und du bist, auch wenn du jetzt gecounter jungelt hast, du bist, und deine Camps sind ab, aber du bist nicht so ahead. Dem Game gegenüber. Dem Ramos gegenüber bist du ahead, aber dem Game gegenüber bist du nicht wirklich ahead. Wenn du den Full Click gemacht hättest, welches Level wärst du jetzt? Level 4. Richtig. Und du wärst. Welches Level? Minute 5? Level 5. Also, genau. Mit einem normalen 5-5 bist du natürlich ein bisschen später, aber. Und so wirst du dein Level 5. Ich glaube tatsächlich, du hast alle deine Camps bekommen, in diesem Fall. Also wirst du es actually fast zum selben Zeitpunkt schaffen. Aber dass du hier diesen Fight gewinnst, ist eigentlich. Luck. Ne? Weil der Ramos war Level 3, du warst Level 3. Also, ob du deine Teammates hast oder nicht, das weißt du bei diesem Level 1 im Welt noch gar nicht. Ich hab damit. Oh Gott, was hab ich da gemacht? Ja, du hast da probiert. Ich würde dir auch empfehlen, Darkseal zu kaufen auf Shyvana, fast immer. Das ist einfach super gut auf ihr. Also, wenn du 350 Gold oder 400 Gold hast, immer Darkseal. Ist besser als. Was ist das immer? Okay, du hast jetzt diesen Dragon angefangen, aber sehr verspätet. Ist dir bewusst, dass der Ramos schon lange wieder da sein kann? Weil er gestorben ist? Ja, ich konnte es mir denken, aber ich wollte ihn noch versuchen zu bekommen. Also das Ding ist, du kannst tatsächlich den Dragon direkt anfangen hier. Was du nicht machen kannst, ist das hier nehmen, also hinlaufen, das nehmen, dann hinlaufen, sweepen, dann nochmal rauslaufen und dann erst den Dragon anfangen. Du hast irgendwie 6, 7, 8 Sekunden einfach verschwendet. Wir zählen mal kurz.
Also ihr habt den Fight jetzt gewonnen. Okay. Gut. Okay, diese Ward Clean, gut. Du könntest jetzt anfangen. 47, ne? Eine Sekunde brauchst du noch. Und stattdessen fängst du an. 57. Ja. Das sind 10 Sekunden. Mhm. Okay, also 10 Sekunden ist ein ganzer E-Cooldown. Ein ganzer E-Cooldown sind irgendwie 1000 Leben oder sogar wahrscheinlich noch mehr bei Mount Dragon. 1500 oder so. Ja, du, also du hast einfach Zeit verschwendet, ohne Grund. Du brauchst diese Leben ja eigentlich gar nicht. Mhm. Warum sind wir hier nochmal in das Game gegangen? Da habe ich mir das gleich mit Orgel gespielt ab einem Punkt. Ja, am Anfang ging es auch noch, aber es war dann irgendwann gegen Ende, weil mit Shyvana farmt man ja trotzdem immer noch viel und ich wurde halt dafür geflamed die ganze Zeit, dass ich farme und nicht farmen soll. Ich habe die Botlane. Welchen Punkt, weißt du noch? Ich glaube relativ im Endgame irgendwann. Okay, actually, also da mattert das gar nicht mehr so viel, weil du. Also Late-Game-Sachen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da bin ich ja jetzt auch gar nicht eingegangen. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dein Early-Game effizient zu gestalten und Objektiv-Fokus, also einfach Dragon- oder Grubs-Fokus zu gestalten. Das ist das Allerwichtigste. Und auf Shyvana, okay, also. Die Grundregel ist ja, nicht fighten ohne Dragon, ne? Ohne Form. Mhm. Okay. Warum läufst du denn hier so hin und her? Ja, nee, ich möchte nur sagen, du hast wieder Zeit verschwendet. Der ist, glaube ich, der ist schon gespawnt gewesen. Wenn du keine Form hast, such etwas zum Outtacken. Sei es ein Dragon, sei es irgendwas. Du musst irgendwas outtacken. Du solltest niemals daran denken, jetzt gerade einen Fight anzufangen. Ich glaube, das war im Game auch oft das Problem, weil ich habe halt oft gefarmt, um mein Fury voll zu bekommen, weil ich sonst halt nicht teamfighten wollte. Und dann haben die Teammates manchmal Fights initiiert, wenn ich gar keine Fury voll hatte und wurde dann geflamed, dass ich nicht mitfighte, aber kann er nicht wirklich was machen ohne meine Form. Ist richtig so, das passiert. Das ist genau, was jedes Game passiert mit Shyvana. Jedes einzelne Game wirst du dafür geflamed, obwohl du das Richtige machst. Du musst mit Shyvana, also du musst hitten, oder also du kannst Lanes rauspushen, Jungle-Monster angreifen oder vielleicht Objectives angreifen, wenn du keine Form hast. Du willst halt einfach nicht fighten. Und vor allem die Leute werden das nicht verstehen. Da war es, glaube ich, gerade. Ne? Oh ja. Okay, schauen wir uns das noch schnell an. Okay, das Ding ist, dein Team macht einfach Nash. Ja. Und du musst irgendwie da hingehen. Genau, und sie haben mich angepingt und geflamed, aber dass ich nicht komme. Aber ich konnte ja nicht kommen. Ich musste ja aufs Drum laufen. Ich kann da nicht durch die Gegner durchlaufen. Mhm. Okay, wenn du das jetzt so siehst, was musst du machen? Rein ulten. Am besten wahrscheinlich auf den In den Pit Nash. Oder auf die Gegner? In den Pit, weil der schon relativ low ist und ich den dann smiten kann. Okay, also es gibt zwei Optionen hier. Du kannst in den Pit gehen und dann den zu Ende machen. Du kannst aber auch tatsächlich einfach auf einen Carry ulten, den schnell one-shotten und dann erst den Nash beenden. Ist sogar wahrscheinlich ein bisschen besser, weil... Das machst du sogar. Ja, richtig. Okay, du bist einfach komplett gewone-shottet, leider. Ja, die Jinx war super gefeedet. Also, ich würde jetzt aber sagen, das ist pauschal jetzt nicht keine schlechte Entscheidung gewesen, du wurdest einfach gewone-shottet. Du hättest vielleicht sogar auf die Jinx ulten können. Im Nachhinein, glaube ich, wäre es sogar richtiger gewesen, auf den Nash zu gehen, weil wirklich du halt, ja, one-shottet wurdest, aber aus der Situation heraus würde ich sagen, war es okay. Du bist, also, weil du halt ein bisschen verspätet da bist, kommt es halt überhaupt zu diesem Problem, dass du nicht bei deinem Team bist. Also jetzt, das ist richtig. Also das ist aber halt sehr advanced. Eigentlich möchte ich gar nicht so weit eingehen, aber ich werde es jetzt kurz sagen. Mhm. Siehst du das Play, dass du hier einfach im Busch wartest? Ah, du meinst, dass sie dann zum Nash laufen und ich dann von hinten reinulten kann? Genau. Also was passieren wird, ist, die werden diese Wave pushen. Mhm. Also das Ding ist, das machst du aber auch nur, weil du schon zu spät bist, ne? Ja. Aber statt jetzt hier diesen ganzen Weg hinten rumzulaufen, kannst du hinter denen, aber natürlich, dass du outside of vision bist noch knapp, einfach hinterherlaufen und wenn sie hier sind, läufst du ran, du wirst die sehen und dann kannst du theoretisch die Jinx einfach von hinten anulten und one-shotten. Mhm. Die wird das nie im Leben erwarten. Es ist aber halt extrem advanced
In der Situation hättest du es machen können. Ne? Also jetzt würdest du loslaufen. Wärst jetzt hier ungefähr. Die würde ich jetzt irgendwann sehen, aber jetzt ist sie schon auch. Also, die ist ja jetzt auch einfach schon gesandwiched. Ist schon zu spät, soweit sie dich hier sieht. Hast du sonst noch Fragen? Genau, ich hatte auf jeden Fall noch die Frage, was kann ich denn eigentlich machen, wenn wirklich jede Lane von Anfang an verliert? Weil das sind immer Situationen, in denen habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich noch in dem Spiel machen soll. Okay, also du machst nichts anderes. Du farmst so gut du kannst, machst Objectives so gut du kannst, du schaust nach Leuten, die overstayen. So wie in diesem Illaoi-Game, da gab es ja auch die Situation, die hat zwar, also dein Aatrox war legit ein Minion, aber es hätte actually einen Punkt gegeben, wo du die Illaoi hättest killen können. Ich glaube, du hast sie sogar gekillt. Ne? Du Ja, hast sie wir haben actually die sogar dann einmal zusammen gekillt. gemacht, Weil sie ja. wirklich noch mehr overstayed ist. Und das ist das Einzige, was du machen kannst. Die Gegner werden Fehler machen, das musst du ausnutzen können. Das heißt Okay. aber nur weil alle verlieren, heißt es nicht, dass du auf einmal auch verlieren musst. Du kannst legit trotzdem farmen. Na, Jungle ist da sehr gut darin, deine Teammates einfach zu ditchen. Weil es gibt immer fast etwas zu farmen. Und du probierst dich hochzufarmen und ja, guckst, was geht. Wenn nichts geht, gut, dann hast du irgendwann verloren. Aber meistens geht halt, vor allem in Platin oder Emerald, wirst du Sachen finden noch, die es gibt. Okay, ja. Gut, hast du noch sonst Fragen? Ich glaube, sonst jetzt eigentlich nichts. Okay, dann würde ich mich erstmal bedanken. Danke dir auch. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir einfach im Discord. Und ja, dann ich wünsche dir viel Erfolg. Heute war nicht so schlimm. Minus 2 ist echt nicht schlimm, ne? Ich hatte minus 10 Tage. Also, es geht. Es geht noch. Es hat Aber sich sehr ja, schlimm heute. angefühlt, weil halt auch kein Game wirklich gut war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe gecarried oder irgendwas. Aber ja, morgen ist ja wieder ein neuer Tag. Ja, toi, toi, toi. Ich wünsche viel Erfolg. Danke. Und noch einen schönen Abend. Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis dann. Tschö. Bis dann, ciao.